Ja, hallo, heute mal was zum Thema Zitruspflanzen. Ich habe hier mal eine Zitrone mitgebracht, weil immer wieder so die Fragen aufkommen, so von wegen, ist es denn schon reif, ist es nicht reif? Man kann hier sehr gut sehen, das ist so eine typische Zitrone, wie man die so zu Hause erntet. Da sieht man auch, die sind dann nicht ganz so toll, die haben dann hier so ein paar Schalenfehler und die sind auch nicht uniform gelb, sondern da gibt es dann immer wieder so ein paar grüne Stellen. Auch unten der Schnuddel, der kann dann nicht so besonders toll sein. Also das ist alles so eine Sache, wo man immer wieder sagt, ja, das kann passieren, all drum und dran. Aber halten wir mal fest, die Zitrone ist gelb. Nun geht es um unsere Limetten. Denn Zitronen, das erwartet man, die sollen ja gelb sein. Doch Limetten, die haben so diese Sache, dass die grün sein sollen. Limette vom Baum, hier kann man schön sehen. Auch wieder eine von mir, kann man hier prima sehen. Auch die hat dann so ein paar Stellen und Fehler, aber sie ist halt grün. Grüne Limetten, ganz typisch, so kriegt man die im Laden, so findet man die überall. Ja, das ist nicht ganz richtig. Limetten wie diese hier, das ist Citrus latifolia, eine typische tetraploide hybride Selektion der normalen Citrus aurantifolia. Die wird grün geerntet und kommt grün zu uns, denn wir erwarten Limetten einfach grün. Aber Limetten sind eigentlich nicht grün. Denn es gibt da die original Citrus aurantifolia. Die lege ich jetzt mal hierher, damit man mal so die Früchte sehen kann, die jetzt hier bei mir geerntet worden sind. Und wir erkennen schon mal, die Früchte sind alles andere als grün. Oben die grüne Supermarktlimette oder Latifolia, die erstens mal viermal so groß ist wie die Citrus aurantifolia und zudem, die ist wirklich grün. Und hier unten, wir können das prima sehen, wenn wir hier mal so ein bisschen näher gehen, diese Frucht ist kritzegelb. Da gibt es auch nichts mehr daran, was dann da jetzt täuschen könnte. Man sieht es, wenn ich die Zitrone daneben halte, beide Früchte absolut gelb. Und wenn man sie mal so nebeneinander legt, dann sieht man auch, die sind auch von der Form her mit dem kleinen Schnüppelchen oben und dergleichen, sind die sich sogar relativ ähnlich. Ja, aber wie gesagt, das ist eine Zitrone, das sind die Originallimetten und das ist so eine Supermarktlimette, die ich für euch mal grün geerntet habe. Denn normalerweise werden auch die bei mir gelb. Wir legen mal die Latifolia jetzt beiseite. Auch die Zitrone können wir jetzt beiseite legen und nehmen mal als Größenvergleich einfach mal eine Walnuss, die wir hier so ins Bild legen. Das hört man, das ist eine Walnuss. Hier kann man auch schön sehen, aus meinem Garten, haben wir geerntet dort, ganz prima. Das sind so richtig ganz typische Walnüsse. Und jetzt, wenn man da so eine Limette daneben legt, dann sieht man, viel Unterschied ist da nicht mehr in der Größe. Also sprich, so die normalen, eigentlichen Urlimetten, die werden nicht größer wie so eine Walnuss. So ein bisschen vielleicht, das kann man jetzt hier so prima sehen, wenn man die mal so nebeneinander jetzt hier hält. Das ist so ungefähr die gleiche Größe. Was uns aber auch auffällt, die Früchte sind zum Teil so grünlich-gelb, wie man jetzt hier so prima erkennen kann. Die sind nicht ganz so gelb wie die jetzt hier. Aber das ist so eine richtig vollreife Frucht, die wir hier haben, mit auch der typischen Zitze und all drum und dran. Und die fallen dann so auch vom Baum. Die sind wirklich komplett reif. Da gibt es auch überhaupt keine Diskussion. Diese Früchte sind reif. Bei einigen von denen bleibt, und das kann man hier sehr schön erkennen, wenn man die Frucht mal ein bisschen näher sieht, auch so ein wenig von dem alten, von der alten Narbe an der Frucht dann mit dran, die dann hier so absteht. Das ist so ein Zeichen, was so normalerweise so Zitronat-Zitronen immer gerne haben oder Bergamotten, dass dieses letzte Stück von der Blüte hier so ein bisschen dann übrig bleibt. Das haben viele von den Limetten auch. Ganz toll bei denen ist, die haben immer eine sehr, sehr saubere und sehr, sehr coole Schale. Die sind überhaupt nicht wirklich pilzanfällig in all drum und dran. Was sie nur nicht mögen, ist Kälte. Und genau daher kommt diese grüne Schalenfärbung. Während meine Latifolia im Wohnzimmer wächst und demzufolge relativ gut grün bleibt, weil das Wohnzimmer meistens durchgehend warm ist oder zumindest gemäßigte Temperaturen hat und
die Frucht sich daher nur hier an manchen Stellen so ein bisschen gelblich dann färbt oder überhaupt eher schmutzig gelb wird, schaffen es die Limetten, die zum Teil draußen stehen, einfach in ein wirklich gnadenlos tolles Gelb. Das sieht man dann hier auch. Die Umfärbung ist hier nicht ganz perfekt. Hier, da ist es noch so ein bisschen grünlich. Oder auch hier, das sieht man sehr schön. Die Früchte sind grünlich, aber auf der anderen Seite, da werden die dann so richtig schön gelb. Das ist halt, Limetten werden wirklich gelb. Da gibt es auch für mich keine Diskussion. Da muss man nicht drüber reden oder dergleichen. Limetten werden bei Vollreife gelb. Dass man die nun grün im Laden bekommt, hängt ganz einfach damit zusammen, dass wir als Kunden Reife immer damit in Betracht ziehen, wie sieht die Schale aus. Für uns muss eine Limette grün sein. Muss sie aber nicht. Ist falsch. Limetten werden gelb. Was ist denn nun der Unterschied zur Zitrone? Weil die ist ja auch gelb. Naja, ist ganz einfach. Wir schneiden mal eine Zitrone auf. So, Zitrone aufgeschnitten. Kennt man so, ne? Schale, Fruchtfleisch, Kerne. Alles da und auch der typische Geruch von Zitrone, so dieses sauer, eigentlich so der typische Spüli-Geruch, sage ich immer. Es riecht ganz einfach frisch und eben nach Zitrone. Ja, und wie wir jetzt erkennen können, das Fruchtfleisch ist hell, es ist gelb. Jetzt nehmen wir eine unserer Limetten. Wir halten das mal so nebeneinander, dass man das jetzt erkennen kann. Das gelbe Fruchtfleisch und hier, wir sehen es, es ist ein grünes Fruchtfleisch. Die Limette, auch wenn sie außen gelb ist, ist innen grün. Das heißt, hier haben wir den deutlichen Unterschied zwischen der Zitrone und der Limette, sodass die Vollreife auch hier innen drin sich nicht in einem gelben Fruchtfleisch widerspiegelt, sondern hier bleibt die Limette grün. Eine Besonderheit natürlich jetzt bei den Citrus aurantifolia ist, hier haben die Früchte alle Kerne. Das können wir jetzt hier sehen und das sind auch nicht wenige. Die sind auch nicht gerade klein, sondern die sind schon relativ groß. Und es sind auch in den meisten Segmenten mehr als ein Kern vorhanden. Das heißt, während wir bei der Supermarktlimette oder Citrus latifolia hier keine Kerne erwarten können, wir können die gerne mal aufschneiden, finden wir auch hier das typische Zitrusbild mit den entsprechenden Segmenten und dann der sehr dünnen Schale, weil, wie gesagt, genügend Wärme da dran gekommen ist, da bleibt die Schale sehr dünn und keine Kerne. Citrus latifolia oder Supermarktlimette hat eben überhaupt keine Kerne. Zur Größe kommt dann, wie gesagt, halt dazu, dass diese Früchte jetzt ein weniger aromatisches Erlebnis sind, wie jetzt die Original Aurantifolia. Ja, die Aurantifolia, hier jetzt nochmal im direkten Vergleich nebeneinander, kann man jetzt sehr schön sehen, ist halt ungefähr ein Viertel nur so groß wie die Original, wie die Latifolia, ist im Aroma aber wesentlich besser. Und wir können es auch hier jetzt wieder sehen, wenn man die Frucht rumdreht, grün und da gelb. Innen drinnen aber bleibt das Fruchtfleisch grün. Das ist sozusagen überhaupt nicht irgendwie zu sehen. Wie gesagt, es gibt dann auch jede Menge Kerne. Das ist jetzt das Ganze zum Thema Limetten und Grün. Ja, Limetten werden bei uns grün verkauft, sind auch innen grün, aber nein, richtig gut sind Limetten vollreif gelb. Sie bleiben dann nur innen grün. Wer es bekommen kann, sollte sich zu dieser Frucht hier entscheiden. Sie kann nämlich mit einem Aroma aufwarten, wo diese Pflanze hier nicht unbedingt so besonders gut hinkommt. Das ist zwar schon sehr gut, aber das da ist ein absoluter Knaller. Wirklich vom Geschmack her ein absoluter Knaller. Und da sollte man dann wirklich darauf achten, dass man diese Früchte dann möglichst vielleicht auch mit einem leichten Gelbanflug bekommt, denn dann sind sie wirklich absolut topreif und werden auch unter warmen Bedingungen gelblich. Wenn die Pflanze nicht so viel Kälte abbekommt, dann ist eben die Frucht nicht so gelb wie jetzt hier zu sehen, sondern dann werden die eher so schmutzig, grünlich wie hier. Das kann man hier sehr gut sehen. Also diese Frucht hat nicht so viel Kälte abbekommen. Trotzdem färbt sich diese Frucht dann um und ist absolut vollreif. Ein absolutes Empfehlenswert sind diese Früchte. Man muss nur aufpassen, wie gesagt, sie haben halt Kerne, die muss man entfernen.
Ansonsten Citrus aurantifolia. Für jeden eine wunderbare Pflanze, lässt sich hervorragend, wenn die Wurzeln nicht kalt werden, im Wohnzimmer kultivieren und bringt eigentlich jedes Jahr wunderbare Früchte, die man anstelle der üblichen Zitrone hervorragend in der Küche verwenden kann. Bei der Zitrone fällt halt die dicke Schale auf, die man dann so runternehmen kann. Das geht bei den Aurantifolias eher schlecht, aber trotzdem, man sieht es hier an der Schale, die ist nicht ganz so dick. Kann man trotzdem immer wieder Schale runterreiben und die ist viermal so aromatisch wie die einer Zitrone. Das jetzt zum Thema grüne Limetten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video.